Es ist ein Rock-Oper-Spektakel, eine Welturaufführung. Und wir sind für Sie vor Ort dabei, hier bei dieser fantastischen Bühne. Willkommen zu den Domstufenfestspielen 2014 in Erfurt. Jedermann heißt diese Rockoper hier in Erfurt vor einzigartiger Kulisse und wirklich ein Mammutprojekt. Allein das Technische. 120 Tonnen Gerüstmaterial wurden hier verbaut. 70 Lautsprecher wurden aufgehängt, damit die Musik auch wirklich so erklingt. Und ein Choreograf war im Einsatz, der schon Madonna trainiert hat. Also wirklich eine Aufführung von Jedermann, die Sie so garantiert noch nicht erlebt haben. Zum Hintergrund, es geht um einen besonderen Mann, dem Jedermann, der in Saus und Braus lebt und bei dem plötzlich der Tod vor der Tür steht. Ursprünglich ist Jedermann ein Theaterstück, verfasst von Hugo von Hofmannsthal vor über 100 Jahren. Und das Theater Erfurt hat es mit einer Rockoper musikalisch ins Heute und Jetzt gebracht. Jedermann kann sich nicht nur finanziell alles leisten. Er feiert rauschende Partys. Plötzlich erfährt Jedermann, er hat nur noch kurze Zeit zu leben. Der Tod kracht in sein Leben. Und da stellen sich natürlich einige Fragen. Was bleibt nach dem Tod? Was hat man falsch gemacht? Was verpasst? Und der Teufel hat auch seinen Auftritt. Jedermann besetzt übrigens mit Andreas Lichtenberger, einem Musical-Star. Nadja Mtschantow spielt seine Liebste. Sie ist der Nachwuchsstar an der Dresdner Semperoper. Musikalisch spielt hier in Erfurt also die oberste Liga. Und keine Blume je verdorrt. Auf ewig ist ein großes Wort. Ja, und damit sich die Rockoper dann auch wirklich im Ganzen so perfekt anhört, wie sie soll, musste Komponist Wolfgang Böhmer ganze Arbeit leisten und all das unter einen Hut bringen, was normalerweise nicht zusammengehört. Eine Rockband, ein Sinfonieorchester und ein Opernchor. Sind wir denn nicht vom selben Blut verwandt, Feuerwehrmann? Ich hatte das sofort als Vision im Ohr, Rock und Oper, weil Jedermann soll ein Volksstück sein. Ich kann nichts dafür, was für Ideen ich habe. Ich erzeuge die ja nicht, sondern die fließen quasi durch mich hindurch. Und ich muss entscheiden, was von diesen Ideen ich brauchen kann, was gut und was schlecht ist. Wenn die erste Note geprobt wird, hat Wolfgang Böhmer schon 5 lange Monate Arbeit hinter sich. Hat komponiert, ausprobiert und mittendrin sogar alles komplett verworfen und von vorn angefangen. Komponieren, sagt er, ist ein einsames Geschäft. Ja, es ist ein Abenteuer, es ist ein großes Risiko, wo auch das Scheitern drinsteckt. Aber auch der Erfolg, beides. Ne? Und es bleibt lange unsicher. Und auch die Familie kann einem da nicht helfen. Die fragt dann immer nur, wer ist der fremde Mann am Küchentisch, der da immer mit so einem Bleistift sitzt. Ne? Also es ist schon eine harte Strecke. Man muss sehr viel Ausdauer haben und auch sehr viel seelisches Durchhaltevermögen. Ne? Er kann auch mit einem Lächeln Dinge, für die er wahrscheinlich Stunden, Tage, sonst was gearbeitet hat, wieder wegschmeißen und sagen, nö, passt jetzt nicht mehr zum Stück, machen wir anders. Gerade jetzt so Finale, erster Akt, ja, wo man denkt, oh Gott, jetzt kommt jetzt hier auch noch eine Opernsängerin und die schreit sich da einen ab und dann hört man so eine Rockband im Hintergrund und dann irgendwelche Töne und das ist einfach nur wow. Jedermann ist das bisher größte Bühnenwerk von Wolfgang Böhmer und das erste Mal komponiert er für Open Air. Entsprechend angespannt ist er bei den Proben. Ist aber immer noch zu laut. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber, nur so als Eindruck. Ne? Also ist natürlich mit der spannendste Tag überhaupt, wo das Orchester zum ersten Mal die Noten spielt. Und auf der einen Seite ist es natürlich grandios zu merken, zu Hause am Küchentisch habe ich einfach so 60 Leute da in Bewegung gesetzt und die liefern jetzt was ab, was irgendwie teilweise auch überwältigend ist. Böhmer hatte völlig freie Hand. Dass Jedermann eine Rockoper geworden ist, entstand allein in seinem Kopf. Und manchmal merkt er eben erst auf der Bühne, wenn etwas doch nicht funktioniert. Alex, streich mal jetzt bei der 16 da in dem Refrain deinen ganzen Drums-Part weg. Der nervt. Und Hammond-Orgel ganz am Abspannen, auch weg.
Ein Komponist, sagt Wolfgang Böhmer, muss bis zum Schluss flexibel sein. Aber tut es ihm nicht doch manchmal leid? Nee. Also überhaupt nicht. Ich bin da richtig kühl. Ich gucke auf das Ergebnis. Ich weiß, wann was gut oder wann was schlecht ist und nur das zählt. Also ich versuche nicht, meine Noten zu retten. Davon habe ich sowieso genug auf Lager. Premierenpause, die Zuschauer, die haben sich schon bewegt zu den Getränken, die beiden Herren an meiner Seite noch nicht, die haben noch ein paar Verpflichtungen, aber einen Moment noch Zeit für mich. Guy Montauban, der Intendant des Theaters hier in Erfurt und künstlerischer Leiter der Aufführung, Peter Lund, der Regisseur. Herr Montauban, Sie haben sich den Jedermann hergewünscht, an die Domstufen. Was prädestiniert denn dieses Stück für diesen fantastischen Ort? Ich habe mir gedacht, wie könnte man an diese kleine Jedermann-Tradition hier anknüpfen und diesen wunderschönen Stück mal in Auftrag geben, damit wir etwas Neues macht. Etwas Freches, etwas Neues, etwas Ungewöhnliches. Und das hat mich dazu bewogen, den Auftrag an Peter Lund auszulösen. Ich wollte gerade fragen, Sie inszenieren ja eigentlich auch selbst gern, aber nun ist es er geworden. Das war der Grund. Naja, es gibt in der Regieführung Sachen, die Sie gut können und es gibt Sachen, die Sie vielleicht nicht so gut können. Das Metier, was der Herr Lund beherrscht, beherrsche ich kaum. Das heißt, er ist mit dieser Sparte sehr wohl zu Hause und er hat auch das Stück geschrieben. Und das finde ich ganz wichtig, dass er das Stück geschrieben hat und dass er das auch so inszeniert. Das war Teil unserer Vereinbarung, das war Teil des Auftrages ja auch. Und ich muss nicht alles inszenieren und es gibt Leute, die das viel besser als ich machen, in dem Fall der Peter Lund. Sehr schön, jetzt haben wir über Sie geredet, jetzt reden wir mit Ihnen, Herr Lund. Sonst sind Sie in Berlin tätig, am Neuköllner Volkstheater. Was ging Ihnen denn da als erstes durch den Kopf, als der Auftrag oder die Anfrage hier kam? Also schon eine gehörige Portion Respekt vor dem Hofmannsthalschen Jedermann, dass man denkt, auweia. Dann aber auch sofort ein Gefühl, der Ort ist so brillant für den Jedermann. Und auch Hofmannsthal hat ja viel für Oper geschrieben und ich finde ja seine besseren Werke. Und auch der Jedermann hat sich herausgestellt, ist fürs Musiktheater wie gemacht. Es geht um die großen Gefühle, um die großen Themen. Wir haben eine wunderbare Frau jetzt auch noch im Zentrum, die hat Hofmannsthal ja so ein bisschen sträflich vernachlässigt, die sogenannte Buhlschaft. Die ist bei uns ganz zentral geworden. Jetzt haben wir wirklich ein richtiges Musiktheaterensemble, das dann auch in diesem großen Welttheater durchs Musical, durch die Oper, durch alle Stile einmal durchgeht. Und auch das hat Wolfgang Böhmer, finde ich, wunderbar in Musik gefasst. Sie haben bei der Pressekonferenz gesagt, es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Ort als den hier an den Domstufen. War das jetzt einfach ein guter PR-Satz? Oder warum haben Sie das gemacht? Nein, also das ist ja fast bedauerlich für den Bühnenbildner, aber Hans-Georg Kittel hat es großartig gelöst. Hier brauchten wir kein Bühnenbild. Wir haben den Dom und wir haben das Bürgerhaus, das schönste Haus der Stadt. Damit tritt auch der Hofmannsthalsche Jedermann auf und sagt, ich habe das schönste Haus der Stadt. Hier steht es, der Dom steht da. Sie sind sonst bekannt auch dafür, Herr Montauban, dass Sie die anspruchsvollen Stücke leben. Auch mal die unbekannteren. Schlägt Ihr Herz jetzt doch mehr auch für die spektakulären, für die bunten, für die lauteren? Naja, also bei mir steht immer der Inhalt im Vordergrund und die Form. Und dieses Mal habe ich mir bewusst eine Form ausgesucht, die in Erfurt nicht zugange ist. Und das ist die Form des Musical. Das ist dafür macht mein Haus nicht sehr oft. Und die ersten Publikumsreaktionen heute Abend geben mir recht. Und zwar, Sie müssen immer Ihr Publikum überraschen. Dann weiter viel Erfolg. Ich überrasche Sie jetzt, bin schon fertig, entlasse Sie noch ein paar Gespräche und Termine, es geht gleich weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, also Ideen zu haben, Dankeschön, Ideen zu haben, die Regie zu führen, das ist das eine, aber hinter der Bühne müssen natürlich noch eine Menge mehr passieren, bis so ein Bühnentraum wirklich steht. Ja, Kostüme, Requisiten und das schauen wir uns jetzt auch mal an, die Vorbereitung dazu. Entspannt, konzentriert. Die Arbeitsatmosphäre in den Theaterwerkstätten. Das große Freiluftbühnenwerk wird monatelang vorbereitet. Wann wird was gebaut oder genäht? Dazu die aktuellen Produktionen auf der Bühne im Haus. Wer hier plant, muss das Organisieren neu erfinden. Effektives Arbeiten bringt mitunter inhaltlich schwere und leichte Kost auf einen Tisch. Das sind jetzt die Äpfel für einen großen Apfelbaum im Kinderstück auf dem Domstufen. Oma mal einen Apfelbaum. Das ist dann für Jedermann. Das sind diese großen Skelette und da ist dann der Kopf oben drauf. Ne? Den muss ich jetzt auch noch kaschieren. Morbide Sachen machen Spaß.
Ja, ich denke, das wird sehr schön. Unerschrocken kreativ nimmt das Thema Tod für das Jedermann-Bühnenbild Gestalt an. Schön wie nie zuvor. Also ich freue mich schon, um das zu sehen dann. Ja, nee, aber da gehe ich nochmal zu ihm. Das hat er wohl auch. Ideen bekommen ein Gewand. In der Theaterschneiderei. Genau, das hatten wir schon gesagt. 200 Kostüme werden für die Jedermann-Rockoper gebraucht. Alle neu nähen, das wäre zu teuer. Man muss doch nur die Schätze aus dem Kostümfundus mit neuen Augen betrachten. Nach der ersten Anprobe sind übermäßiges Schlemmen sowie Diäten strengstens verboten. Also wir haben den Herrn Rathmann, der spielt den guten Gesellen. Und das ist eigentlich der Geschäftspartner Jedermanns, der ihn aber eigentlich reinlegt. Also kriegen wir dann im Laufe des Stückes mit, dass der eigentlich ein schlechter Gesell ist. Wir haben eine Partyszene, in der alle Figuren nochmal als glänzende Variation erscheinen. Und dafür brauchen wir jetzt dieses Glitzerteil. 2,5 Wochen vor der Premiere beginnt der große Kraftakt. Alles und jeder muss auf den Domplatz transportiert werden. Eine logistische Herausforderung. Klingt fast zu niedlich für diese Aufgabe. Neugierige Beobachter gibt es lange vor der ersten Vorstellung und einen Stammgast. Mit besonders gutem Blick aufs Geschehen. Eine Kamera verfolgt den Aufbau und bitte. Eine kleine Proben-Pausensituation und klemme mich an diesen Mann ran. Das ist der wichtigste Moment. Christian Stark. Genau. Heißt so wie das, was er auch sonst macht, technischer Direktor. Und Sie zeigen mir ein bisschen die Bühne hinten, oder? Genau, gehen wir mal hin. Los geht's. So, ohne ihn könnte ich ja normalerweise hier gar nicht rein. Geht's noch höher? Wow. Wo haben Sie mich denn jetzt hier hingeschleppt, Christian? Was ist das? Also wir sind jetzt hier in der ersten Kavate. Das ist die erste Domstufenkavate, unser Lagerraum, unsere Seitenbühne sozusagen für die Domstufenfestspiele. Hier gibt es jede Menge Requisiten und die Leute warten schon auf ihren Auftritt. Und gleich wird nämlich der Silbergarten erscheinen und da müssen jetzt Techniker, was Sie hier sehen, müssen jetzt hier unsere Solistin, die Botschaft, wird jetzt hier rausgefahren. Ja, was genau. Ist denn das für ein Silbergarten? Der Jedermann sagt ja, ihm ist nichts zu teuer für seine Liebe und er schenkt ihr einen Garten aus Silber. Das ist so der Hintergrund. Mhm. Solche Männer muss man kennen, ne? Ja, genau. Stehen wir jetzt hier im Weg irgendwie? Also im Moment geht's. Jetzt geht's los. Die Techniker schieben an und die beiden Statisten und wir winken nochmal der Botschaft und wünschen ihr eine gute Fahrt. Das ist mal ein Auftritt, oder? Ja, das möchte genau. Ich auch mal. Genau. Das ist richtig Arbeit hier, ne? Es ist richtig Arbeit. Ich denke, das ist alles mit Elektrik bei euch. Nee. Das Open Air ist für uns schon eine ziemliche Herausforderung. Wir haben ein sehr modernes Theater hinter dem Dom, wo wir sehr gut zurechtkommen und alles auch elektrisch haben und so. Aber hier ist immer wieder Manneskraft und Improvisationstalent gefragt, sodass wir das hier handeln können. Wir sind noch nicht auf der Liste. Der Tod sagt, ich bin noch nicht auf der Liste, Gott sei Dank. Jetzt gibt es erst noch mal ganz, ganz großes Kino. Ich nehme Sie noch zu einem anderen Backstage-Blick mit, nämlich damit das Licht da draußen auf der Bühne auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, mussten die Jungs und Mädels hier auch ein paar Nachtschichten einlegen, also Beleuchtungsprobe mit Schauspielern, mit allen Lampen, die dazugehören. Ja, und Jana Pfeiffer bei uns aus dem Team war bei so einer Nacht dabei und hat den Nachtarbeitern auch eine kleine Überraschung mitgenommen. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben hier leckeren Kuchen für die Mitarbeiter der Beleuchtungsprobennacht. Dürfen wir damit rein? Natürlich. Mitkommen. Na bitte, geht doch. Die Theaterfamilie breitet sofort ihre Arme aus. Es ist eine laue Sommernacht. Der Dom und seine Stufen strahlen bereits um die Wette. Auf der Zuschauertribüne hat das Regieteam sein Nachtlager aufgeschlagen. Und Stefan Winkler, der Herr des Lichts.
wir freuen uns, dass wir heute mit dabei sein dürfen. Das ist schön. Und das freut mich auch. Ja, und wir haben auch dafür gesorgt, dass Sie Freude haben, weil wir haben gehört, bei den Beleuchtungsprobennächten geht es auch immer sehr gemütlich zu. Da bringt mal einer Salat mit und Kuchen. Mitunter ein ein Fernsehteam hat einen Kuchen dabei. Ein Fernsehteam hat einen Kuchen dabei. Ja, das wir haben einen Kuchen dabei. Schoko-Bananen. Ja, bei uns gibt es mal genau. Zum Beispiel unsere Inspizientin hat heute mitgebracht. Zucchini-Käse-Muffins. Zucchini-Käse-Muffins, genau. Maki? Vegetarisch? Lecker. Schoko-Banane habe ich gehört. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, die Energie wird dringend gebraucht fürs konzentrierte Arbeiten. Okay. Jetzt guck mal. Fahr mal ein bisschen Rot dazu. Bring mal bitte das Rot in die Bäume. Und hin. Dezent wenig. Wollen wir das? Gott, das ist Barbie-Land. Das ist ja auch hier. Also, wenn schon. Ja, eben, also, komm, mach es ruhig mal. Gib auch ruhig noch mal 5 Grad Rot noch dazu. Also, rot, denn richtig Barbie. So, wir wollen nicht kleckern. Noch mehr Rot, bitte. Stopp. Das war zu viel. An jeder Lichtstimmung wird gefeilt, an den Nerven gesägt. Nee, Entschuldigung, das ist jetzt einfach konzeptionell, Stefan. Wenn du die Seitenfarbe okay, haben willst, können dann wir keine wir helle Farbe hier, da drüber legen. Dann ist müssen das wir jetzt weg. Hier auf... Also ich würde gerne die Figuren von rechts pink und von links blau und so in der Mitte geschnitten haben. Die 708, nimm mal bitte raus. Ich habe gerade einen schönen Satz vom Regisseur Peter Lund aufgeschnappt. Der hat gesagt, Licht ist eine Zicke. Das ist wirklich ein schöner Begriff. Licht ist eine Zicke und die Betrachtung und die Subjektivität mit Licht umzugehen, weil es sieht ja zum 10. Mal doch jeder irgendwie anders. So viel Herzblut, was da drin steckt. Wenn am Ende das Publikum begeistert ist, sind die Strapazen vergessen. Was bleibt, ist der Stolz. Immer noch hinter den Kulissen. Und wer ist denn das jetzt? Das ist die Puppe der Buhlschaft. Es ist ja so in unserem Stück, dass der Mob, das Volk sozusagen, die Buhlschaft aus Zorn über den Jedermann auf den Scheiterhaufen trägt und dann auch verbrennt. Und das findet bei uns auch statt. Und da wir aber das Stück 16 Mal spielen... Wollte ich sagen, wie viele Puppen verbrennen Sie da? Na, wir versuchen das so, dass wir keine verbrennen, sondern nur aus Sicherheit für die Darstellerinnen, die wir ja jedes Mal wieder neu brauchen. Ist das bräuchten. Ein besonderes Material? Ja, genau. Das ist also Glasfaserstoff, der ist nicht brennbar. Wir haben das mit der Feuerwehr Erfurt ganz genau ausgetestet, wie weit die Flamme in die Nähe von diesem Teil kommen kann. Und ja, dann zeige ich Ihnen das. Da müssen wir jetzt hier unten nochmal runter. Feuer legen gehört bei Ihnen also auch dazu als technischer Leiter. Hier. Genau, also die Verantwortung dafür liegt auf jeden Fall in meinen Händen, aber ich übergebe das natürlich gerne an meine Fachleute. Ich habe ausgebildete Pyrotechniker, die das natürlich gerne dann übernehmen und da auch ihre Profession darin sehen. Und das ist dann der Scheiterhaufen? Genau, das ist hier der Scheiterhaufen und wir haben hier ungefähr eine Flamme, die 2 Meter hoch sein wird, 2 Meter breit, 2 Meter hoch, also 4 Quadratmeter Feuer. Und was im Hintergrund jetzt klingt wie ein Staubsauger, was ist das? Genau, das ist eine Schaummaschine. Mal hingehen? Genau, da gehen wir hin. Ingo, vielen Dank. Also, wir haben ja hier, der Jedermann feiert natürlich seine letzte Stunde und da gibt es natürlich eine Schaumparty mit allem, was dazugehört, unter anderem Schaum. Schaum ohne Wasser. Das sieht aus, wie wenn ich abends entspanne, ja? Ja, genau, so ähnlich ist es auch gemeint und das ist so eine Schaummaschine, hier unten drunter kann man sie sehen. Da wird also ein Fluid sozusagen aufgeschäumt und wird, das ist wie ein bisschen wie der süße Brei. Das nie aufhören würde. Es wird also immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wer ist denn hier der Boss von uns? Und wer ist der? Bedanke mich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir haben sowas noch nie gesehen. Dankeschön. Geht gleich weiter mit der Vorstellung. Also, das war der Blick Backstage hinter die Kulissen und wir wollen natürlich so ein Stückchen vom Stück nicht vorenthalten. Das ist mindestens genauso spannend wie das Treiben hier. Ja, jeder Mann, jedes Weib, hört ab und zu in seinem Leib, was die Jüster, wenn sie Teufel nennt. Ja,
Mich noch heute Nacht! Das hast du selbst dir ausgedacht! Das war sie, die Premiere der Domstufenfestspiele 2014 in Erfurt. Ich bin begeistert und der Meinung, den Jedermann sollte jedermann sehen. Sie haben noch die Chance. Bis zum 27. Juli kommen Sie vorbei. Wir sehen uns wieder am ersten Samstag im August. Dann melde ich mich vom Mitteldeutschland Cup im Seifenkistenrennen. Auch sowas gibt's. Soll ich Ihnen helfen? Dankeschön. Ja. Kommen Sie, Ihr Eindruck ist noch frisch. Wie war es denn? Ganz toll. Waren Sie das erste Mal hier? Nein, aber diesmal war es besonders gut. Was war denn besonders gut? Alles. Der Hauptdarsteller? Auch. Aber mir hat natürlich auch die Rockband gut gefallen. Super, die Mischung, oder? Das war super. Genießen Sie es noch. Schönen Abend. Ich war völlig begeistert, ich fand es toll. Total schön. Wurdet ihr heute gezwungen oder freiwillig dabei gewesen bei den Domstufenfestspielen? Nee, wir waren freiwillig dabei. Ich habe das geschenkt bekommen. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut, ich fand es richtig toll. Ja? Was war denn Ihre Lieblingsszene? Natürlich der Tod. Der Tod, weil der so hübsch war, ne? So sexy. Richtig sexy. Ja. Wenn es Schule wären, Sie müssten Noten geben. Wie ist Ihr Eindruck heute? 1,0. Besser geht nicht, oder? Es war alles toll. Musik, die Inszenierung war toll und Jedermann war sehr viel Nachdenkliches dabei. Das war richtig das Leben, ne? So ist das Leben. Bunte Stadt, buntes Land, so feiert Sachsen-Anhalt vom 18. bis zum 20. Juli in Wernigerode den Sachsen-Anhalt-Tag. MDR vor Ort ist live dabei, wenn sich die Straßen rund um das Renaissance-Rathaus von Wernigerode mit tausenden Besuchern füllen. Moderatorin